Wow!
kein Verbot, bist du bleibst ein Vollidiot. Für das Gott halte auf, bist du blind und mit gutem Bau. Bist du mehr verraten und blind, den Kraft und der Erde am Ende gefällt und vor dich sieht. Und die Mörste halte auf. Es gibt in unserem ganzen Repertoire an Liedern ziemlich einige Stellen, die wir an sogenannte seriöse Journalisten richten. Man muss ganz ehrlich sagen, es hat einen Grund gegeben. Man merkt es einfach, dass man mit deutschsprachiger Rockmusik sehr schnell aneckt. Dass es sehr viele Leute gibt, die damit einfach überhaupt nichts anfangen können und die das auch tatsächlich sehr, sehr gerne nutzen für irgendeine schmierige, dreckige Headline in irgendeinem Blatt. Wir haben gesagt, wisst ihr was, Freunde, wir ignorieren das eine Weile. Wir haben dann irgendwann gesagt, und das werden wir auch weiterhin so machen, wisst ihr was, kommt einfach, schreibt, was ihr wollt. Vielleicht gibt es einen Haufen Leute, die tatsächlich auch dadurch sich mit dem Thema Freiheit und vor allen Dingen auch mit dem Thema Fans von Freiheit und entscheiden ihr gemeint. Und ich glaube tatsächlich, ihr seid eine anständige, wahre, wunderbare Menschen, die einfach gemeinsam zur Musik tanzen, lachen, leben, singen, schreien, eben das empfinden will. Ich würde sagen, es gibt auch heute einige Leute hier drin, die morgen ihren Rotz daher schreien. Ich glaube, ganz ehrlich, die paar Leute, die jetzt hier sind, schaut euch das mal an. Es ist ein wunderbarer Zirkus im Endeffekt, was man so empfindet. Man sieht Leute von vorne bis hinten, die einfach Freude an diesem Zusammentreffen von Band und Familie im Endeffekt. Und wir gemeinsam stellen diese Familie eben dar, dass es eben eine tolle, tolle Geschichte ist. Peter, schreibt morgen einfach mal so in voller Ehrlichkeit, wie ihr diesen Abend gesehen habt. Und vergesst einfach nicht auch den nächsten Song anzuhören, warum ihr tatsächlich so agiert, wie ihr agiert, weil ihr gerne Kriege führt. Du weißt, woher du kommst, woran du glaubst, ist mir egal. Die Konsequenzen falschen Denkens hatten wir schon mal. Wir wollen für jeden Menschen Gleichheit und die Freiheit, das zu tun, was er will, wofür sein Herz schlägt. Und darin wird er